Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Meckern in 7 Days to Die. Ach Leute, ich weiß es auch nicht. Erstmal, der Überblick ist schön von hier oben. Können wir also mal gucken, was haben wir? Tag 26 ist durch. Das Gebäude, ich brauche auf jeden Fall Muni, also mit meinen 100 Schuss, die ich noch habe, komme ich hier nicht weit. Den werden wir auf jeden Fall looten, des Lootes wegen, weil wir mit so viel gelootet, wo einfach kein Loot war. Tja, ansonsten. Wie gesagt, Hochhäuser werden wir uns auch nochmal angucken, die werden sich definitiv auch nicht lohnen vom Loot her. Aber jetzt nicht mehr in dieser Session hier, oder jetzt ernsthaft, was soll sowas? Wisst ihr, wie ich meine? Was soll sowas? Ich meine, hier ein gutes Teil, logisch, ja. Nice, aber sollen hier dreimal Eisenhandschuhe und so eine Scheiße halt einfach. Ja, die könnte ich sogar noch mitnehmen, die könnten wir noch verkaufen. Ich muss sowieso mal eben einen Mod einsetzen. Ich weiß nicht, warum jetzt... Einmal ist das Inventar frei. Es ist eigentlich nur nachts so. Dann ist es wieder nicht frei. Wir können das ja jetzt mal so machen. Reparieren wir den mal eben. So, ihr seht, ein Mod muss ich noch reinmachen mit wenigstens zwei Slotties. Können wir schon mal reparieren hier. Das hat was für einen Händler. Wahrnehmung. Was habe ich drin in Wirklichkeit? Ja, das ist die ganze Herrlichkeit vom Loot, Leute. Wow. Die ganze Herrlichkeit von der Shotgun-Fabrik. Also, nimmt sie mir nicht übel, aber das ist ein Trauerspiel. Das ist ein Trauerspiel. Das kann man nicht anders sagen. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Geh runter, meine Fresse. Ja, wir können, da ist noch eine Kiste, die wir von unten noch holen können. Ansonsten können wir hier noch in diese, da auf das, auf den Tank können wir mal gucken. Da ist eine Klappe drauf. Oder vielleicht kommen wir von hier rein, mal gucken. Wanderhörtchen ist auch am Stissel. Ja, geh doch hoch, Alte. Was ist denn dein fucking Problem? Meine Fresse. Was hat sie jetzt? Ja, so stark. Für einen Koffer. Für einen Koffer. Wo ich auch so dran gekommen wäre, wenn ich das Ding hier sehe. Irgendwelche Zombies schlagen mir auf den Schädel, Alter. Lächerlich, Alter. Sorry. Kriegt mich nicht mehr ein, Leute. Es ist einfach so. Ja, na klar, fallen wir runter. Ja, na klar, fallen wir runter. Es ist... keine Ahnung. Also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt hier irgendwie einen Mega-Loot rum übersehen habe. Es kann gut sein, dass ich irgendwie... Ja, genau. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, hier die Wanderer da auch noch wegzu... Sollen sich gönnen hier. What? Geh mir einfach aus dem Weg, ey. Alter.
Ist das laggy, ey. Du kannst doch nicht mehr draufknallen auf die Olle. Verkehrt. Meine Fresse, Spiel, Alter. Geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Es ist laggy hoch 10, Alter. Zählt ja gar nicht, dass die Schüsse hier connecten, Alter. Meine Fresse, ey. Ja, klar stehst du auf. Na sicher. Na klar. Na sicher. Hier, du triffst nichts, Alter. Er zählt keinen verfickten Schuss, Alter. Mein Gott, ist das lächerlich, ey. Ja, na klar, stehst vor mir, ne? Kann ich dich nicht erschießen? Junge, Alter. Kein Verhältnis zu irgendwas hier. Meine Fresse, ey. Ja, das war die Shotgun-Fabrik. Mega, oder? Mega. Hat sich mega gelohnt. Bin begeistert. Kann mich kaum halten. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt eh nach Hause fahren. Das macht keinen Sinn hier. Mit 50 Schuss brauche ich hier gar nichts irgendwie groß machen. Ist halt einfach so. Traurig, aber wahr. Eigentlich ist auch egal, was ich reinpacke. Also was ich scrap, das gibt ein bisschen Papier. Kleine Taschenlampe brennt. Ja, Loot-Tour. War so semi-geil, muss man sagen, ne? Wirklich schade. Wiederhole mich da gerne nochmal. Super geiles Gebäude, die Fabrik. Also von innen, auch so von der Aufmachung her. Aber erstens, dass man gerade diese Vanilla-Gebäude, das nochmal rund zu machen. Ja, dass man sich einfach hochframen kann oder wie jetzt bei dem anderen Gebäude, dass du einfach einen Baum wegmachst und bis am Haupt, am Main Loot. Ja, muss gefixt werden, ist Schwachsinn. Man sollte den Main Loot dann schon irgendwo mittig machen. Und dann gerne auch nochmal von irgendwie, so wie es jetzt da in diesem Wasserwerk war, von 2 oder 3 Glowies bewacht, das ist okay. Da bin ich ganz bei den Leuten. Aber dass man sich halt einfach irgendwo hochframt und dann an den Hut mal eben schnell kommt, ist affig. Und ja, dass man so einen Aufriss machen muss, war ja im Wasserwerk genauso. So ein Riesenaufriss für so ein bisschen Loot dann am Ende. Ja, wie gesagt, nimmt mir den Spaß an dem Spiel. Ja, warum soll ich dann looten gehen? Für was? Für was soll ich looten gehen? Wenn ich irgendwie 500 Schuss rausballer, die ich nun mal jetzt rausgeballert habe. Ich glaube 100 bringen wir mit nach, nee, 50 bringen wir mit nach Hause. Ich habe 500 mitgenommen. So. Für was soll ich mir sowas angucken?
Habe ich halt einfach mehr von, wenn ich einen Tag farmen gehe, als wenn ich einen Tag looten gehe. Ist halt Fakt. Also da muss echt gebalanced werden. Klar, hier so eine Gebäude wie die Varieté und so, die sind zu OP. Das sind auch keine Vanilla-Gebäude. Da ist halt zu viel Loot für zu wenig Aufwand. Und Vanilla ist genau umgekehrt. Da sollten sich beide mal irgendwie auf dem Mittelmaß treffen. Ich meine, aktuell gleicht das beides so ein bisschen aus. Keine Frage. Aber ist natürlich trotzdem nicht Sinn der Sache. Und gerade, also in dieser Shotgun-Messiah-Fabrik, Leute, war weniger Loot wie in einem Shotgun-Messiah-Laden. So, und das ist beides Vanilla, das muss man doch als Entwickler sehen. Da müssen wir uns ja jetzt nicht irgendwie, da muss man ja nicht irgendwie schönreden. Also ihr wisst, ich liebe dieses Spiel, ja. Aber das ist halt, das sind Sachen, die gehen nicht. Also die stehen im kein Zusammenhang, kein Verhältnis. Das ist... Und das Geilste, was ich mitbringe, sind meine 27 Federn, die ich von Autosquappen habe. Das sagt schon vieles aus, oder? Ja, gut, ein Messbecher. Gut. Den wir übrigens aus einer Waffenfabrik haben. You know it? You know it, what I mean? Ach, herrlich. Aber überleg mal, wir hätten nichts zu aufregen in 7 Days. Ich würde schon irgendwas finden, müssen wir uns nichts vormachen, ja? Junge, Junge. Kleine Taschenlampe brennt. Ja, es war schön zu sehen, die Shotgun. Also ich habe sie noch nicht gelootet. Es kam mir ein bisschen was bekannt vor am Anfang. Aber jetzt so insgesamt so, ich hatte sie noch nicht so in Erinnerung, also weil ich sie noch nicht gelootet haben. War eine schöne Erfahrung, keine Frage. Aber leider halt nichts, wo man sagt, kann man öfters mal machen. Was ich schade finde halt einfach. Ich finde halt, Ziel müsste es schon sein. Dass man halt Gebäude erstellt, jetzt so von der aus der Fun-Pims Sicht. Wo die Leute halt sagen, ja, super geil, gehe ich öfters looten. Weißt du, wisst ihr, wie ich meine? Also jetzt nicht darin, dass man Loot respawnen hat. Ja, sondern dass man Gebäude gerne looten geht. Weil sich vom Ertrag her, also muss nicht OP sein, ne? Also nicht falsch verstehen. Ich verlange nicht, dass das irgendwie da der Mega-Loot drin sein muss, aber... Mir fehlt so das Mittelmaß. So, das der Spaßfaktor plus der Sinnfaktor. Den sehe ich halt gerade nicht bei so einem Gebäude. Das Wasserwerk geht sogar noch. Da hast du so zwischendurch auch nochmal ein bisschen was Brauchbares gehabt, aber jetzt in der Fabrik hast du ja zwischendrin gar nichts gehabt. Nothing. Nothing else mattered. So, was haben wir? Ein Schrotflintenteil. Weißt du, es müssen ja noch nicht mal Waffen drin sein. In so einer Fabrik. Habe ich ja so Verständnis für sogar. Aber dann pack doch Waffenteile rein wenigstens. Ich meine, gerade auf diesen Fließbändern und sowas, das ist doch, da werden doch eigentlich Waffen gefertigt. Oder meinetwegen Munition, sonst irgendwas. Dann pack doch da ein paar Waffenteile hin. Also. Ein Gewehrteil war das sogar. Ja, also. Eieiei. So, genug gemeckert. Fürs Erste. Wenschen habe ich extra nicht gescrapped, weil ich habe mir gedacht, ich baue nochmal ein paar Werkbänke. So. Ich kann ja jetzt nochmal so den Rest davor, ich werde jetzt hier ein bisschen sortieren, werde ein bisschen Bestandsaufnahme machen. Werde schon mal noch ein paar Sachen anschmeißen, so Richtung, was nach Horde abgeht.
Ganz kurz mal wegen der Horde. Ich mache mir ehrlich gesagt gerade so ein bisschen Sorgen wegen der Horde. Ich glaube, bei der Horde kriegen wir auf die Fresse. Die Zombies hauen so viel Damage raus aktuell. Ich meine, es war auch unterschiedlich. Vorhin hatte die Mutti, die verstrahlt hat, zum Beispiel wieder kaum was rausgehauen. Aber irgendwas hat sich geändert mit dem Update. Ich denke, es wird interessant werden, die Horde. Es wird nicht so easy peasy werden wie die letzte Horde. Ich meine, gut, wir haben genug Boost, wir haben Motorrad, wir könnten zur Not flüchten und so. Ja, aber wisst ihr, ist eh nicht meine Art und Weise. Also ich denke, es wird interessanter werden wie die letzte Horde. Wo die letzte war ja schon mega. Also für mich war es mega, mega geil. Mega Spaß gemacht. Mega interessant auch. Aber ich denke, das werden wir nochmal toppen jetzt. Also ich werde die Horde auf der Wiese machen, ja. Also ich werde, klar, wieder da in meine Base da gehen, warten ein bisschen, bis sie sich so gesammelt haben und dann Attacke. That's the plan. Also das sieht ganz gut aus. Klar, Rüstung könnte noch besser sein. Aber sonst bin ich echt zufrieden. Das ist alles okay. Brauche noch einen Taschenmod. Den könnte ich in die Hose machen. Das passt sogar. Aber ich habe null Negern. Ich kann also keinen herstellen. Habe ich noch irgendwie einen liegen? Wahrscheinlich nicht. Aber werden wir auch nochmal finden. Das sind zwei Slots, die jetzt aktuell fehlen. Das ist nicht so tragisch. Also alles gut. Machen wir hier voll den Stacky. So, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen was. War jetzt in der Karre noch was drin? Nee, ne? So, 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 so. So, 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 so. Sieht's eigentlich heilbandagenmäßig aus? Schlecht, ne? Müsste ich echt mich mal drum kümmern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die schon herstellen kann. Kann ich. Kann auch Erste Hilfe geht's, ne? Ja. Sieht echt mau aus. Also ich muss noch, um die Vorbereitung zu treffen, muss ich auf jeden Fall noch Yucca farmen. Aloe Vera meine ich natürlich. Weil ich habe nichts, ne? Oder übersehe es gerade. Was wir machen können, sind aber fürs Aid Kits. Ich habe doch vorhin Alkohol reingepackt, oder? Knochen, da ist es Alkohol. Hier hätten wir nochmal Wasser. Habe ich eigentlich hier was in der Nähe? Naja, Wasser haben wir überall, okay. Benzin, super. 15 große Pakete, die packe ich auch nicht aus. Können wir nämlich da besser transportieren. Also das ist schon mal im Hinblick auf mein Bauprojekt, ne? So. Und jetzt mal ernsthaft, wie OP sind bitte die Dinger hier? Zwanzig Holz. Oder sehe ich das einfach nur so? Zehn. Ein Spike, 16 Minuten 40. 20 Holz. Dasselbe. Alter. Okay. Ich habe nichts gesagt, Leute. Was fehlt? Bandage. Ein Negan für First Aid Kit. Ich hau mich ins Essen, ey. Ich meine, macht Sinn, ja? Nicht falsch verstehen, macht wirklich Sinn. Okay. Also Negan wird echt immer wichtiger in diesem Spiel. Gut, also muss ich mich um First Aid Bandagen kümmern. Ja gut, dann hau ich jetzt wenigstens hier. Den Kleber an. Wenigstens noch ein bisschen. Bisschen Wasser lasse ich mal noch.
Gunpowder. Gunpowder is not the problem. Ich habe Federn. Das ist auch nice. Ich werde die Federn nochmal jetzt in Granaten umwandeln. So, das war's jetzt auch mit Papier und so weiter. Schon mal so für die Horde alles vorbereiten. Was ich so vorbereiten kann. Nochmal 27 Stück. Dann haben wir auch nochmal 22. Ja. 100 für die Horde, wenn ich dann nochmal so 10, 20 habe für mich, so wenn ich so rumeier. Das Ding ist, ich muss jetzt definitiv First Aid Kits für die Horde lassen. Ich muss echt hier mit Heilbandagen erstmal auskommen und mit Painies. So. Ja, ist jetzt auch nicht so viel, wenn man jetzt mal sieht, was ich gerade mal so 500 Schuss durchgejagt habe, nur beim bisschen Looten gehen. Können natürlich zum Looten gehen auch irgendwie eine AK mitnehmen oder eine MP, da haben wir genug Muni. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, was ist der Plan? Ich hau das mal eben rein hier. Guck mal ganz kurz hier noch rein. Okay. Schmeiß das mal eben an hier alles. 1000 Hülsen. Haben wir hier auch noch? Ne. Brauch Blei, ich brauch Schrot. Hier drüben auch noch Eisen. So viel Eisen brauche ich jetzt hier auch nicht irgendwie. Nur nochmal 3000 Stackies. Okay, passt. Ja, brauchst auf jeden Fall weniger klicken hier mit beim Einlegen hier mit den Spikies. Schon ganz nice. Muss ich mir mal angewöhnen. So, wie sieht's hier aus? Jetzt müssen wir kurz eine Bestandaufnahme machen. Okay. 3 Stackies würde ich machen, den Rest würde ich direkt umwandeln, schon mal in Konkretblöcke. 1000, ja, ich könnte noch mal einen 500er machen. Stahlrüstungsblock. Wo kostet, waren das jetzt 10 oder 20? Um den aufzufüllen. Früher war es 10. Alter, jetzt muss ich das echt testen, ey. 7 Days Noob, Alter. 20. Hey, hat mir mal Level gebracht. Gut, dann muss ich nämlich keine mehr herstellen. Brauche ich nämlich für 500 10.000. So, für 500 brauchen wir 10.000. Gut, dann brauche ich, wenn muss ich nochmal einen wieder herstellen und dann muss ich 20.000 machen. Jetzt haben wir 18. So machen wir das. Ist ein Plan, wa? Ist ein Plan. Wo sind die Reaver Frames, Alter? Do it. Dann kannst du gerne Rest in Stahl machen. Mein Gott, ey. Ah,
Habe ich denn eigentlich noch irgendwo Zement? Hätte natürlich den Zement aus der Fabrik mitnehmen können, aber ganz ehrlich, das war mir zu doof, Alter. Das war mir einfach zu doof, in der Shotgun-Fabrik da reinzugehen, um Zement zu farmen. Ich weiß, das können die meisten wieder nicht nachvollziehen, aber ist halt so bei mir. Das ist mir zu dumm, ey. So ist er. Naja gut, da müssen halt die reichen, was soll es? Wie gesagt, hier brauche ich 20.000, die haben wir. 18, da sind noch 300 drinne. Ja, ich kann auch noch mal ein paar Steine eben in der Forge ballern. Ansonsten Cobblestone haben wir auch noch ein paar. Ein paar Steine habe ich ja noch liegen. Ja, wie ich schon sagte, schön wäre auch das, wenn man mal dritteln könnte. So Zeug, dritteln. Wenn man jetzt schon 3 Slots hat. Oder dass ich irgendwie eine Zahl einstellen kann. Das geht aber nicht, oder? Ich kann halt nur so hier Linie machen. Dann ist ja bekloppt mal. So. Obwohl, eigentlich hatte ich einen anderen Plan. Aber ich werde mal die Steine hier noch den Zement noch durchballern. Eigentlich ist mein Plan, dass ich mir hinten halt noch was hinbaue. Da, wo ich jetzt bauen möchte. Dass ich also Werkbänke... Werkbänke wollte ich machen, siehst du? Aber brauche ich für Werkbänke Federn? Ich weiß nicht. Alles ist möglich hier. Nee. Nice. Gut, dass ich Hämmer immer scrabbe. 3 Stück wären schon schön. Also ich brauche noch 2 Hämmer. Dann muss man eben hier die Dreier weglegen. Denke ich aber auch nie dran, irgendwie ein paar Hämmer aufzuheben. Natürlich nehme ich die Werkbänke dann auch mit hier. Alter, 36 geschmiedene Eisen, 6 Duct Tape, ist das euer Ernst? Also. Das ist schon dreist, oder? Also, was lernen wir daraus? Auch für euch, hebt Hämmer auf. Hebt Hämmer auf. Wenn ihr eine Werkbänke bauen wollt. Es ist halt schweineteuer. Ich meine, das Eisen ist jetzt gerade wurscht, aber so Duct Tape ist schon... Guck mal kurz durch, aber ich habe auch nicht noch irgendwo was rumfliegen. ...22, 21, ja. Ist die 3 ja schon die beste hier. Ja, ich könnte natürlich jetzt schon mal ein bisschen Stein machen und so, habe ich aber gerade keinen Bock zu, Leute. Hab keinen Bock, gerade irgendwie rumzuorgeln. Ja, passieren wird jetzt nichts mehr, ne? Also ich werde jetzt hier noch eben die Werkbänke ansetzen und dann ist durch. So, nächster Plan für nächste Aufnahmesession. Tag 27. Ich glaube, wir werden mal rüberfahren. Wir werden mal rüberfahren hier in die City. Und ich werde irgendein Gebäude da einnehmen, denke ich. Ja, ich nehme Gebäude ein, anstatt selber was zu bauen. Das werden wir uns freiräumen. Werde ich einen Landclaim-Block setzen, dass da nichts mehr nachspawnt. Dann nehme ich Werkbänke mit, nehme Chemiestation.
Ja, Forges sind bis dahin noch nicht durch. Ich guck gleich mal, wir können auch noch ein paar Forgen herstellen. Ja, Zementmixer sind dann durch. Die können wir auch schon mal mitnehmen. Werden wir halt da erstmal so eine kleine Craft Base hinhauen, da in irgendein Gebäude rein. Dass ich da schon mal direkt vor Ort craften kann. Dann werde ich irgendwann... Also wir werden dann noch ein bisschen looten hier, die City. Ja, wir werden da ein bisschen aufräumen, freiräumen, können da auch ein bisschen rumlooten. Bis Tag 28. Horde werde ich hier machen, auf der Wiese, wie gesagt, um meine Base wie letztes Mal zumindest versuchen. Und wenn die Horde durch ist, ja, ist erstmal vorbei, Leute. Mit looten, ja. Ich werde die Händler nochmal abfahren. Das könnten wir eigentlich jetzt nochmal vor der Horde machen, weil Restock ist immer nach der Horde. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Restock schon beim Händler war. Das können wir noch machen vorher. Dann fahren wir hier hin. Dann räumen wir uns hier was frei. Können vielleicht auch nochmal ein, zwei Gebäude looten. Dann machen wir die Horde. Ja, und nach der Horde fange ich direkt an hier mit Terraforming erstmal ein bisschen. Möchte dann aber hier schon mein Crafting stehen haben, weil ich werde da, wenn ich da anfange, mich in den Berg zu fräsen und so viel Stein machen, da muss ich irgendwie auch, keine Ahnung, so 10 Forgen stehen haben. Da können wir richtig dann eskalieren. Also ich muss da irgend gleich, ich irgend, muss mir irgendein cooles Gebäude suchen, was ich einnehmen kann, halt einfach. Und wo wir uns dann, darf auch nicht so klein sein. Wie gesagt, da sollen ein paar Werkbänke hin, da sollen einige Öfen hin. Und so weiter und so fort. Was fehlt denn, dass ich jetzt hier nur eine machen konnte? Was ist da los? Ach so, weil die nur einzeln sind. Drei. Warum mache ich dann noch einen Hammer? Brauche ich nicht. Eine Werkbank lasse ich hier stehen, weil ich werde jetzt noch nicht den ganzen Loot rüberfahren. Da habe ich jetzt noch keinen Nerv zu. Das können wir immer mal so zwischendurch dann machen. Ich werde dann hier noch eine Werkbank mitnehmen. Ich nehme eine Chemiestation mit, eine lasse ich hier stehen. Erstmal. Eine Chemiestation kann ich ja auch noch herstellen. Zwei Stück sogar eigentlich. Brennendes Fass, ja, der kostet ja gar nichts. War es ein Rohr jetzt auch, oder was? Ja. Brennendes Fass, Holz, Cooking Pot. Easy. Machen wir das noch eben fertig. Wie gesagt, ich stehe jetzt hier nur noch und crafte bis. Kann natürlich sein, dass noch eine Wanderhorde kommt. Klar, die mache ich dann noch ready. Muss ich echt an der Werkbank herstellen, oder was? Holz, ne, perfekt. Dann haben wir gleich 4 Chemiestationen. Jetzt gucken wir noch irgendwie wegen Forges. Stein nehmen, Blasels, kriegen wir auch hin. Ja, und ich muss mich noch definitiv um Heilbandagen erstmal kümmern. Das machen wir, glaube ich, als erstes, weil hier eh die Wüste ist. Guck mal, hier noch ein Beaker, Alter. Ich muss 3 Stück machen. Dann muss ich nochmal hier... Und noch ein Burning Barrel. So, Clay und Stonis. Stonis muss ich ein paar aus der Forge nehmen. So. Leder. Ja, wir expandieren gleich richtig, ne? Das wird richtig eskalieren, Leute. Kann ich euch versprechen, das wird richtig eskalieren. Wahrscheinlich die stacken nicht, ne? Stacken Forges? Dann kriege ich ein Problem, ey. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Werkbank nehme ich gleich noch raus, also kann ich hier 3 machen. Ich
So, Chemiestation dauert wahrscheinlich auch ewig, deswegen mache ich jetzt hier erst ein paar Forgies. So, dann habe ich 10 Forgen, die ich mitnehme. Ist okay, dann kann ich nämlich die 3 Stück hier stehen lassen. Und dann machen wir 3 Chemiestationen. Die dauern auch nicht so lange. Eine nehme ich noch mit, dann haben wir 4 Stück. Die Chemiestation brauchen wir jetzt da hinten eigentlich nicht von Anfang an. Aber mir geht es darum, dass ich da hinten craften kann, dass ich einschmelzen kann und sowas. Das ist mir schon wichtig. Aber vielleicht habe ich auch Glück und ich finde in dem Berg noch irgendwelche Ressourcen, dass ich da direkt eskalieren kann oder so. Das müssen wir halt, das werden wir halt sehen. Ich kann aber auch noch gucken. Kann ich auch herstellen. Gut, aber das muss ich gucken, das kann ich dann drüben herstellen. Also so viel, dann, das deckt ja alles auch nicht, ne? Da ist die Wanderhorde. Ja, hab euch nicht zu viel versprochen, für die, die noch dabei sind. Wo sind nur Schreier, glaube ich. Die lassen wir mal. Das sieht ja gut aus. Nägerns aber auch genug. Orga können wir dann auch schon mal mit rübernehmen. Du bist der Eisenmod, den nehme ich mal raus. Den hauen wir hier noch mit drin. Zack. Ja, und dann müssen wir halt mal gucken, was wir beim Händler noch kriegen. Ja, gut. Leute, das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiterlaufen lassen, bis die Nacht rum ist. Ich werde hier noch ein paar Sachen rausnehmen, weil ich glaube, das deckt nicht, die Forges. Werde ich ja gleich sehen, ob die stecken. Werde mir das hier in eine extra Kiste packen. Muss wir dann schon mal mit rübernehmen. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Plan kennt ihr. Rüberfahren, was freiräumen, noch ein bisschen looten da vielleicht. Obwohl, erstmal Jucker machen, dann Händler. Jetzt wahrscheinlich schon wieder ein halber Tag rum. Dann fahren wir rüber. Ja, dann können wir noch ein Gebäude freiräumen, können uns da einrichten ein bisschen. Da müssen wir wahrscheinlich schon die Horde machen. Und nach der Horde geht es dann los mit so ein bisschen Terraforming und Bauprojekt da hinten. Und ja, ich werde dann ab und wann mal, je nachdem wie ja Lust und Laune ist, vielleicht dann auch mal wieder ein paar Loot-Folgen zwischenmachen oder so. Muss ich mal gucken. Ansonsten weiß ich halt auch noch nicht, ob die nächsten Folgen, die ihr sehen werdet, dann aus dem Stream sind. Oder halt nicht. Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein und ja, ich freue mich aufs Bauen, wenn die Horde rum ist. In diesem Sinne, Glück auf!